Hallo, herzlich willkommen zur Konditorei Murat der Riese und zu Sallys Welt. Ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, sind wir prädestiniert dafür, dass wir Originale nachmachen. Und ihr habt mir einige Vorschläge geschickt. Das letzte Mal habe ich, was habe ich gemacht von Koppenrad? Ah, die Herztorte habe ich gemacht von der Konditorei Koppenradenwiese. Also eine Fertigtorte aus dem Kühlfach. Hier habe ich jetzt die Meistertorte Bienenstich. Und dazu muss ich sagen, das war ein Wunsch von Murat, aber auch von euch, denn Murat liebt Bienenstich und er hat mir damals, als wir uns kennengelernt haben, schon gesagt, Sally, bitte mach den Bienenstich so wie bei Koppenrad und Wiese. Denn hier ist es nämlich so, dass eine Sahnecreme innen ist und viele Konditoreien und Bäckereien oder auch Bücher und Rezepte sind so, dass einfach eine Buttercreme drin ist. Also mache ich das heute. So sieht die Torte aus. Das ist ein Rührteig, das steht auch auf der Rückseite, Rührteig Bienenstichboden. Und der ist auch relativ flach, ist gar nicht so hoch, finde ich auch echt ganz gut, weil es einfach eine Torte ist, die man eben mal schnell zubereiten kann. Ich habe mir jetzt dafür einen hellen Sacherboden ausgesucht aus meinen Basics und ich zeige euch mal die Zutaten. Für den Rührteig verwende ich 7 Eiweiß, eine Prise Salz, 120 Gramm Zucker, 170 Gramm weiche Butter, 120 Gramm Puderzucker, etwas Vanilleextrakt, 7 Eigelb, 150 Gramm Mehl und etwas lauwarme Milch. Und das ist ein Boden, den ich einfach abgewandelt habe von der dunklen Sachertorte. Das ist ja auch so ein Teig, aber eben mit Kakao. Da habe ich jetzt den Kakao weggelassen und mache praktisch die helle Variante. Der ist nämlich total fein und ich denke, der passt hier jetzt ganz gut. Und später kommt da eben noch diese Mandelkruste drauf. Okay, die Torte hier, die taut noch ein bisschen auf. Die werde ich gleich, werden wir natürlich auch gleich verkosten und probieren. Und wie gesagt, geht es bei den nachgemachten Videos nicht darum, ein Original besser zu machen, günstiger zu machen, schneller oder appetitlicher, sondern es geht einfach darum zu wissen, wie macht man so eine Torte nach, was steckt da für Arbeit dahinter und vor allem könnt ihr die Zutaten, die ihr vielleicht nicht vertragt oder nicht mögt, nicht verwenden wollt, wie zum Beispiel Gelatine, eben ganz einfach austauschen und dann selber machen. Deswegen machen wir das. Okay, los geht's. Also ich nehme jetzt zwei Schüsseln. In der einen Schüssel schlage ich nämlich das Eiweiß und in der anderen, das mache ich jetzt hier schon mal, kann ich jetzt die Butter verrühren. Die ist schön weich und zimmerwarm. Da solltet ihr auch darauf achten, dass alle Zutaten zimmerwarm sind. Hier gebe ich jetzt noch den Puderzucker dazu und das Vanilleextrakt. Dann kann ich die Zutaten hier jetzt ganz schön cremig verrühren. Ich schalte die Maschine gleich an und hier in der zweiten Schüssel kann ich dann schon mal das Eiweiß steif schlagen mit Salz. Und da jetzt aber nicht zu lange rühren, der Zucker kommt gleich dazu. Das Ganze sollte nicht zu trocken gerührt werden, sondern eher so schlotzig sein. Ich hasse das Wort und muss es bei Eiweiß dann doch immer wieder benutzen. Naja. Die Prise Salz bewirkt übrigens, dass der Eischnee schneller steif wird. Also da wird die Eiweißstruktur einfach schneller zerstört. Daher kommt sie hier rein. Die Prise Salz bewirkt übrigens, dass die Eiweißstruktur schneller zerstört wird. Daher gebe ich sie beim Aufschlagen von Eiweiß immer gerne dazu, weil es eben schneller geht. Und jetzt hier einfach langsam den Zucker dazugeben. Das ist jetzt noch ein bisschen zu flüssig, aber bis so kurz vorm Steifwerden. So lange muss ich rühren. So ist die Konsistenz jetzt perfekt. Und jetzt kann ich hier zur weißcremigen Buttermasse einfach die Eigelbe dazugeben, eins nach dem anderen. Also immer eins einrühren, kurz warten, bis sich alles verbunden hat und dann das nächste Eigelb dazugeben. Jetzt kann ich hier den Eischnee im Wechsel mit dem Mehl und der Milch unterheben. Ich nehme erstmal ein bisschen Eischnee, um die Buttermasse so ein bisschen aufzulockern. Und ihr seht auch, ich brauche kein Backpulver hier im Teig. Das kommt daher, weil ich ja wirklich die Buttermasse lange gerührt habe. Und für die Lockerung sorgt eben auch der Eischnee. Also das lange Rühren ist hier schon sehr wichtig, gerade bei der Butter. Dann das Mehl dazugeben. Mehl vorher sieben natürlich, damit es keine Klümpchen gibt. Und die Milch noch dazugeben. Und die sollte entweder zimmerwarm oder eben lauwarm sein, damit die Buttermasse nicht gerinnt. Perfekt.
hier jetzt gar nicht zu lange rühren, sondern wirklich nur kurz unterheben. Den Ofen habe ich übrigens schon vorgeheizt. Das mache ich meist immer dann, wenn ich meine Zutaten bereit habe. Denn der Ofen sollte immer heiß sein, außer ich sage im Video was anderes, bei Hefeteig zum Beispiel. Hier habe ich schon den Tortenring, den habe ich auf 26 cm Durchmesser eingestellt. Kann die Masse jetzt einfüllen. Und jetzt hier einfach vorsichtig verteilen. Ich glaube, die Masse hätte auch gereicht mit 5 Eiern. Aber ich will es jetzt auch nicht zu flach haben. Jetzt gucke ich einfach mal. Und normalerweise mache ich es bei Bienenstich so, dass ich direkt auch schon die Mandelmasse drauf gebe. Aber ich versuche es jetzt mal so. Ich möchte es jetzt erstmal vorbacken, denn ich will auch diese schöne gleichmäßige Schicht haben. Also das backe ich jetzt hier und kann gleich dann die Mandelmasse zubereiten. Die muss nämlich auf dem Herd erstmal erwärmt werden. Dafür verwende ich einfach 50 Gramm Sahne, 50 Gramm Zucker, 100 Gramm gehobelte Mandeln und etwas Vanilleextrakt. Ich gebe jetzt einfach die Sahne in einen Topf, der Zucker kommt dazu und dann lasse ich jetzt die Zutaten hier kurz aufkochen. So löst sich der Zucker schön auf und dann haben wir später eine schöne Karamellkruste. Ich finde es gerade so krass, dass Sahne, wenn sie mit Zucker gekocht wird, so transparent wird. Wie so Kondensmilch, aber wie hast du es eben gesagt, grüne Kondensmilch? Das sieht echt grün aus. Komisch. Naja. Ich lasse jetzt ganz kurz kochen und jetzt gebe ich direkt schon die Mandeln dazu. Und es darf jetzt auch hier schon gerne ein bisschen Farbe bekommen. Vanilleextrakt darf auch nicht fehlen. Ich weiß nicht, ob ihr Vanilleextrakt benutzt habt. Vanille habe ich jetzt nicht gesehen in den Zutaten, aber es wäre keine Sally-Torte, wenn Sally nicht Vanille benutzen würde. Also hier hat es jetzt nur ganz leicht Farbe. Jetzt schalte ich den Herd aus und warte einfach nur noch auf den Kuchen im Backofen. Denn dann kommt diese Schicht direkt auf den Kuchen und wird nochmal mitgebacken. Und ich habe es jetzt nicht sofort mitgebacken. Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Normalerweise mache ich das beim Bienenstich. Aber ich möchte jetzt auch nicht, dass die Mandeln hineinsinken in den Teig. Also wirklich schön als Kruste oben drauf bleiben. So wie eben bei dem Kuchen hier. Und deswegen probiere ich diesmal einfach so rum. Vorbacken und dann eben oben drauf geben. Der Kuchen war jetzt bereits nach 25 Minuten schon gut. Also ich habe eine Stäbchenprobe gemacht. Da bleibt nichts mehr hängen. Jetzt kommt hier die Masse drauf. Die müsst ihr auch einfach kurz vor Ende zubereiten, damit sie eben nicht abkühlt und der Zucker nicht fest wird. Ich habe sie einfach noch mal kurz erwärmt und jetzt hier gleichmäßig draufgeben und verstreichen. Und dann noch mal in den Backofen geben. Die Menge reicht jetzt nicht ganz aus. Ich mache noch mal die gleiche Menge und gebe es hier drauf. Das heißt, einfach vom Belag die doppelte Menge benutzen. Ich habe es mir vorhin kurz gedacht, aber ich dachte, ich probiere es mal. So, ich mache jetzt auf Sturmwaffel und koche hier bei Powerboost. Ich habe gelernt, das gehört, es geht dann alles schneller. Nein, mach das bitte nicht. Gott, sonst verbrennt der Topfboden. Aber ich habe ja aufgepasst. So, jetzt die Masse hier drauf, schön verteilen. Am besten wirklich ganz frisch machen. Und dann ab in den Backofen, damit die Schicht noch schön karamellisieren kann. Der Sturmi muss ja dann einen extremen Stromverbrauch haben. Ja, immer bei Powerboost schon nicht ohne. So, und jetzt kommt der Kuchen wieder in den Backofen, damit die obere Schicht karamellisieren kann. Und dann jetzt mittlerer Einschub. Vorhin war es der untere, jetzt habe ich den mittleren, damit die Schicht schön karamellisieren kann. Und jetzt mit Kamera zurück, damit ich dich nicht treffe. Genau. Sehr gut, Dennis. Ich bin heute der Kameramann. Du bist das Kamerakind vielleicht. Komm mal jetzt um mich da. Ja, Kamerakind Dennis. Ich meine, wenn wir jetzt am Kochfeld schon den Sturmi gemacht haben, machen wir das jetzt auch am Backofen. Ich habe jetzt nämlich nach 5 Minuten bei 180 Grad noch keine Färbung gesehen. Aber ich will es ja jetzt auch nicht zu lange backen, damit der Kuchen nicht trocken wird. Also habe ich jetzt auf Grill gestellt und jetzt tut sich was. Ich muss jetzt nur nebendran stehen bleiben.
der Bienenstichboden ist jetzt, ja, der Bienenstichboden ist jetzt abgekühlt. Jetzt machen wir die Creme. Den Kuchen habe ich jetzt einfach kurz im Kühlschrank gestellt. Und wir brauchen dafür Sahne, Puderzucker, Vanilleextrakt und Sanapart zum Steifschlagen. Die ganze Sahne? Oh. Ich habe jetzt mal einen Liter genommen, denn ich muss jetzt erstmal gucken, wie viel ich brauche. Und was kommt jetzt? Und Puderzucker, aber nicht alles. Da müssen wir erstmal nach Geschmack gucken. Also ruhig erstmal nur so ein bisschen. So, dann gucken wir, ob es süß genug ist. Und bisschen. Ich mach das. Vanilleextrakt. Warte mal, wir machen jetzt erstmal den Hocker richtig. Ups, geh mal du wieder hier. Nach links, so ist besser. Bisschen. Ja, gut. So, warte, nein, noch nicht. Das mache ich dann rein, okay? Und du darfst rühren. Ich mach das. Jetzt rühren wir und dann kommt Sanapart rein zum Steifschlagen. Ich mach das schon. Gut festhalten, gell? Warte ich halt ein bisschen mit, okay? Da ist die Vanilleschote drin, gell? Und die wird zerkleinert, ja. Das ist das Vanillemark. Weißt du, aus der Vanilleschote wird das so ausgekratzt. Kannst du uns mal 2 Löffel holen, dann können wir die Sahne probieren. Ob genug Zucker drin ist. Ist der große für mich? Ja. Okay. Und das ist meine. Jetzt probieren wir kurz, ob wir genug Zucker drin haben. Hm. Ja, ich finde, das ist genug. Jetzt keinen Löffel mehr reinstecken, ne? Wenn die Küchenmaschine läuft, darf man das nicht machen. Okay, das ist ganz gefährlich, weil dann bleibt der Löffel drin stecken und dann ist es richtig gefährlich. Okay? Wenn die Maschine läuft... Nee, auch nicht, wenn man es schnell macht. Wenn die Maschine läuft, dann Haare weg und Finger weg, okay? Hier ist jetzt der Kuchenboden. Den löse ich jetzt hier kurz raus. Die Backfolie könnt ihr immer so drunter wegrollen. Und dann mit einem Backformmesser den Rand lösen. Jetzt könnt ihr entweder den Deckel mit einer Tortensäge herunterschneiden oder mit einem Kuchenmesser. Ich nehme jetzt das Kuchenmesser und nehme einfach die Drehplatte. Denn dann könnt ihr das Messer hier am Rand ansetzen. Und die Tortenplatte drehen und dann einmal durch. Und jetzt fülle ich ganz kurz die Sahnecreme in den Spritzbeutel mit einer großen Lochtülle ein, denn ich möchte ja auch wie hier diese Tupfen am Rand haben. Und normalerweise mache ich es bei Bienenstich immer so, dass ich jetzt den Deckel nehme und schon mal 12 Tortenstücke zuschneide und dann eben erst auf die Sahne setze. Denn bei Bienenstich ist einfach so, diese knusprige Schicht da oben, da kommt man mit dem Messer nicht so leicht durch. Das heißt, wenn man dann die Torte anschneidet, drückt man die Sahne ein bisschen zusammen. Aber ich möchte jetzt original Trifzelli machen, also mache ich es jetzt original wie hier. Ich werde also den Deckel im Ganzen lassen. Ich hoffe, ich bereue es später nicht. Aber ich werde es später vielleicht einfach vor dem Anschneiden ein bisschen einfrieren. So wie die Originaltorte eben auch. Die sollen wir ja auch im gefrorenen Zustand noch zuschneiden. Also kommen einfach beide gleich ins Gefrierfach. Und die Spritzhülle, die lege ich immer so in den Spritzbeutelständer. Hier einmal umknicken. So quillt keine Sahne raus. Und dann den Spritzbeutel öffnen. Und so habt ihr jetzt einfach die Hand frei und könnt den Beutel gut befüllen. Ich bin eigentlich kein Fan von nur Sahnecreme. Also ich mag eigentlich gerne so eine Quarksahne oder Frischkäsesahne. Aber wir wollen jetzt original machen. Und jetzt kommen hier außen Tupfen drauf. Und die restliche Creme kommt jetzt hier einfach ins Innere. Also schön ausfüllen. Okay, bisschen weniger Sahne reicht auch. Ich schreibe euch natürlich dann immer das verbesserte Rezept in den Blog. Jetzt hier ganz kurz glatt streichen. Das passt gut. Gut, und dann in der Hoffnung, dass ich es nicht bereue,
kommt jetzt der komplette Deckel drauf. Fertig ist der Bienenstich. Und ich stelle ihn jetzt, wir gucken erst nochmal hier, Original, Vergleich. Da. Und ich stelle ihn jetzt, wie gesagt, in den Gefrierschrank, dass die Sahne ein bisschen anfriert und ich dann eben die Stückchen schön rausschneiden kann. Ja, und dann wird gleich verkostet. Ich würde sagen, ich schneide jetzt mal beide an. Wie gesagt, beide sind noch so im halbgefrorenen Zustand. Dann geht's eigentlich, ja. Aber trotzdem, wenn ihr sie nachmacht, ich würde euch empfehlen, den Deckel vorher durchzuschneiden. Und dann lasse ich sie ganz kurz stehen, bis sie ein bisschen auftaut. Und dann darf der Murat probieren. Sieht auch schön aus. Also ich finde, die hat einen schöneren Glanz. Aber wir lassen einfach Murat gleich probieren. Lieber Murat, komm und probiere. So. Und? Konditorei Murat der Riese stellt vor die Bienenstichtorte. Ja, und Konditorei Sally macht jetzt eine Blindverkostung. Augen zu. Okay. Ich weiß ja, du hast damals zu mir gesagt. Ich mache sie zuerst, ich sehe wirklich nicht. Also ich fake das wirklich nicht. Ja. Aber ich sage auch die Wahrheit. Okay. Nummer 1. Mhm. Wie schmeckt sie dir? Gut, hat echt gut geschmeckt. Warte kurz. Mein Gott, echt, ich denke, was ist jetzt los? Ich habe gerade einen Ablauf gebissen, ich höre das, ich bin nicht doof. Ich bin zwar blind, aber nicht doof. Ein Apfel. Mal einen Apfel, ja. Jetzt vorbereiten müssen. Ja. Okay? Ja. Mund auf. Okay, Augen auf. Hier ist ein kleiner Unfall passiert. Beim Zusammendrücken. Also ich sage jetzt die Wahrheit, okay? So. Nichts als die Wahrheit. Ich wusste, welche die Gruppenratenwiese-Torte ist. Weiß ich warum? Warum? Wegen der Temperatur. Weil die war, hast du die im Kühlschrank gehabt? Die war ziemlich kühl noch. Daher habe ich gemerkt, dass die Gruppenratenwiese ist. Ja, und meine, die stand jetzt für die Fotos draußen und deswegen ist jetzt auch die Sahne zu weich. Ja. Also ich habe so eine Temperatur, merkst du es? Ja, ich habe so eine Temperatur gemerkt, also ging es mal voll in die Hose. Aber ich sage dir was Ehrliches, der schmeckt viel, viel mandeliger. Wirklich, ohne Spaß. Echt? Ja, also die Gruppenratenwiese schmeckt gut, aber nicht so gut wie Murat der Riese. Der schmeckt besser. Viel, viel mandeliger. Nicht so süß, muss ich ehrlich sagen. Deine. Hast du ein bisschen Zucker reduziert? Ehrlich? Also. Aber, wie sie Sally gerade gesagt hat, das Problem ist, dass du länger kühlen musst. Sonst. Weil der stand jetzt echt für die Fotos fast 45 Minuten ohne Kühlung. Deswegen ist die Sahne jetzt weich. Aber sehr lecker. Ich denke, dass die in der Industrie auch mehr Zucker benutzen. Ich meine, Zucker ist auch ein natürliches Konservierungsmittel. Alles länger haltbar. Aber? Und ich denke auch, der Geschmack der meisten ist eher süßer. So. Wie gesagt, ich finde deine cooler. Die trotzdem nicht schlecht. Ihr seid keine Unmenschen, wenn ihr das kauft. Und jetzt muss ich noch ganz kurz was sagen, das ist mir auch wichtig. Ja. Viele denken immer, da drin ist Schweinegelatine. Ist aber nicht. Rindergelatine, wirklich. Kein Spaß. Aber trotzdem schade, weil ich finde, gerade bei einer Sahnetorte, finde ich, muss man keine Gelatine mehr benutzen. Also da gibt es mittlerweile einfach pflanzliche Alternativen. Bei so einer Mousse verstehe ich es noch, weil einfach bei einer Mousse die Gelatine die Textur anders macht als Agar-Agar zum Beispiel. Eine schwere Torte. Oder ein schwerer Murat. Ja, das ist, liebe Kinder, der Unterschied. Sally isst Äpfel, Murat isst Torten. Mir aber egal. Also, falls ihr das Rezept nachmachen wollt, schaut auf meinem Blog vorbei, in der App vorbei. Da steht es nochmal ganz genau.
Postet mir eure Fotos. Und wie gesagt, ich finde es immer besser, beim Bienenstich die Stücke vorher anzuschneiden, weil sich ansonsten die Sahne etwas durchdrücken kann. Mhm. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Super, ey. Echt genial. Mm. Isst öfter Äpfel. Sieht auch richtig schön aus, ehrlich. Mhm. Ich finde es auch. Mm. Das ist so eine Sonntagstorte. Mhm. Richtig, richtig gut, gell? Mhm. Der Teig ist perfekt. Der Teig ist perfekt. Und wenn man sieht, der Teig ist richtig schön gelb, weil ich einfach Bio-Freilandeier nehme. Mhm. Und da ist das Eigelb einfach super gelb. Mhm. Ja. Wobei das eigentlich oftmals auf die Nahrung der Tiere zu tun hat. Ja. Ja, die werden halt anders gefüttert. Mhm. Okay.